Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Es ist mal wieder Zeit für ein Mitdiskutier-Video. Und wer mich kennt, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Kerl, glaubt mir gar nicht, ich weiß, den eigentlich nichts aus der Ruhe bringt, das meine ich eigentlich damit. Aber das, was jetzt kommt, das hat mich aus der Ruhe gebracht. Und zwar in der Zeitschrift Der Tagesspiegel, meines Wissens der drittgrößte Tageszeitschrift in Berlin mit über 100.000 Abonnenten, kam vor einigen Jahren, ist schon länger her, ein Artikel von einem Herrn Malte Lemming unter der Rubrik Kontrapunkt. Artikel Mentales Altersheim, Jugendbanden und Demografie. Unterschrift: In Berlin gäbe es ausländische Jugendbanden. Das ist ein Problem. Damit hat er recht. Noch größer wäre das Problem, wenn es sie nicht gäbe. Und er beginnt den Artikel mit folgendem Satz. Wir reden hier von den ausländischen Intensivtätern. Sie sind jung, mutig, mobil, hungrig, risikobereit, initiativ. Solche Menschen braucht das Land. Wir reden immer noch von den jugendlichen Intensivtätern. Wenn ihr den ganzen Artikel hören wollt und meine persönliche Meinung zu dem Thema, dann bleibt es einfach dran. Könnt ihr. Aber jetzt. Also nochmal, weil es so schön war. Sie sind jung, mutig, mobil, hungrig, risikobereit, initiativ. Solche Menschen braucht das Land. Wir reden von den ausländischen Jugendlichen Intensivtätern. Er sagt allerdings dazu, natürlich ist es nicht schön, wenn Jugendliche, ob mit türkischen oder libanesischen Hintergrund, war ja noch 2010, in den Straßen von Berlin Banden bilden, Reviere verteidigen und mit Messer hantieren. Ja, da hast du recht, das ist nicht schön. Und jetzt kommt aber. Aber hinter der Kritik an ihrem Verhalten verbirgt sich oft bloß der Neid derer, die Vitalität als Bedrohung empfinden. Hä? Weil sich die eigene Mobilität auf den Wechsel vom Einfamilienhaus in die Seniorenresidenz beschränkt. Also er geht jetzt hier gegen unsere Rentner vor, die heute halt nicht mehr so kennen und jetzt im Altersheim sind. Das sind die Leute, die unser Land aufgebaut haben, möchte ich nur mal betonen. Lieber ein paar junge ausländische Intensivtäter als ein Heer von alten, intensiv-passiven Eingeborenen. Wenn ich sowas lese, da könnt ihr wissen, das ist menschenverachtend, das ist rassistisch ohne Ende. Und er geht damit gegen die Alten vor, die dieses Land aufgebaut haben. Die nur deswegen können wir halt so gut leben, weil die dieses Land aufgebaut haben. Und jetzt sagt er, ihr sollt verschwinden. Ihr sollt euch am besten neutralisieren, nenne ich es jetzt einfach mal. Das muss man sich mal vorstellen. Und das Krasseste ist dafür, er wurde dafür nicht mal gefeuert vom Der Tagesspiegel aus Berlin, sondern er ist dort mittlerweile leitender Redakteur und das schon seit einigen Jahren. Gut, dass ich kein Abo von dieser Zeitschrift habe. Ich hätte es fristlos gekündigt, wenn ich so einen Artikel lese. Machen wir weiter. Also es geht in dem Artikel natürlich weiter. Jugendbanden, Igitt, so tönt es voller Abscheu und Empörung just aus jenem bürgerlichen Wohnzimmer, wo das Video des Musicals West Side Story in keiner Sammlung fehlt. Und Mariah, Tonight und America in Originalsprache auswendig mitgesungen werden können. Also es geht jetzt wieder gegen die ältere Generation. Aber der Herr Malte Lemming erklärt uns das Ganze aus. Und das ist seine Erklärung zu dem Thema. Demografisch weiß man, steht Deutschland vor dem Super-GAU. Ja. Es ist, dass wir haben das dritthöchste Durchschnittsalter der Welt, wir haben eine der niedrigsten Geburtenraten und immer mehr Fachkräfte wandern aus. Vielleicht auch wegen die Jugendbanden. Schon mal drüber nachgedacht? In umgekehrter Richtung wandern durch Familienzuführung und mittlerweile, wie wir auch wissen, auch durch andere Sachen bildungsferne Milieus ein. Also die Guten gehen weg, die Schlechten kommen, bildungstechnisch. Es gibt immer mehr Rentner und viel zu wenige Kinder. Keine Maßnahme hat daran bis jetzt irgendetwas geändert. Weder das Elterngeld noch die Erleichterung für ausländische Universitätsabsolventen, dass sie bei uns einen Arbeitsplatz finden können, noch die Senkung der Verdienstgrenze für Facharbeiter aus dem Ausland. Es geht weiter. Hierzu kommt die stetige Verkreisung der Bevölkerung und ihre Immobilität. Ja, die kennen halt nicht mehr.
Ist klar, wenn ich halt 80 Jahre alt bin und ich sitze im Rollstuhl oder ich bin bettlägerig, dann bin ich immobil. Ja, ist so. Nicht einmal die Hälfte der Deutschen wäre bei Arbeitslosigkeit zum Umzug bereit. Da gebe ich ihm allerdings recht. Wenn in absehbarer Zeit das Durchschnittsalter in Deutschland bei 50 liegt, sind die gesellschaftlichen Folgen gravierend. Die Deutschen werden überwiegend sicherheitsfixiert, risikoscheu, Besitzstand wahren, unternehmensfeindlich sein. Ihr Ideal heißt dann endgültig Wellness mit Vollpension und Rücktrittsversicherung. Und damit, meine Damen und Herren, oder euch Zuschauer, meint ihr euch da draußen, uns, die wir hier in diesem Land wohnen. Wir sind also alle sicherheitsfixiert, risikoscheu, Besitzstand wahren und unternehmensfeindlich. Und wir wollen eigentlich alle nur Wellness mit Vollpension und Rücktrittsversicherung. So beschreibt er uns. Es geht weiter. Eine solche Gesellschaft braucht vor allem junge, tatkräftige, durchsetzungsfähige, agile Menschen. Und damit meint er ja wiederum die jugendlichen Intensivtäter. Die haben für ihren tatkräftig, durchsetzungsfähig, ja, die sind's, und agil. Um das psychologische Gesamtgefüge auszugleichen. Ein Volk, das schnurstracks in die Seniorenrepublik der Schneeköpfe tapst, schafft sich in der Tat selbst ab. Also hier nochmal der Aufruf an alle Rentner, bitte verschwinden. Und zwar auf für immer. Zu Recht beklagen wir die Kriminalität vieler ausländischer Jugendgangs. Ah, jetzt doch wieder. Aber, und jetzt kommt's, diese Heroisierung, anders kann ich es nicht nennen, von jugendlichen Intensivtätern. Aber das Maß an Fantasie, Mut und Vitalität, was deren Mitglieder oft aufbringen, zeigt auch, in diesen Menschen steckt im Gegensatz zum mentalen Altersheim noch ein Wille, ein Drang. Er ist natürlich super, der hat jetzt eine vergewaltigt, ist klar, da hat er Mut bewiesen. Er hat Fantasie bewiesen auf die Art und Weise, wie er es vergewaltigt oder ihm jemand die Kehle durchschneidet. Und er war halt vitaler als die anderen, weil er hat ja schließlich eingefangen und kann es dann vergewaltigen. Das, und jetzt geht's, sollten wir zu würdigen lernen. Nein, wir sollten ihn nicht fördern. Wir sollten das zu würdigen lernen. Und uns fragen, und das ist jetzt wohl, wie wir die positiven Eigenschaften der Jugendlichen trennen können von den negativen Zielen, auf die sie sich richten. Tja, wie sollte das bitte schön gehen? Und der Schlusssatz, wenn Deutschland nicht einmal mehr Jugendbanden hat, ist alles zu spät. Meine ganz persönliche Meinung zu jemandem, der Kriminelle heroisiert, anders kann ich es nicht nennen. Er tut ja als, das sind Helden. Und zu unserem Alten, die unser Land aufgebaut haben, sagt, ihr sollt alle sterben. So die, na, ich sage es jetzt lieber nicht, meine persönliche Meinung. Denkt es einfach draußen. Ich gehe zur Zigarettenrache. Tja, ich habe mich wieder abgeregt. Weil ich gesagt, da könnte ich jetzt Beep. kotzen, wenn ich sowas lese. Jetzt könnte man ja denken, die Zeitung hat reagiert, hat den Herrn Lemming, Malte Lemming, rausgeschmissen. Nein, der ist mittlerweile leitender Redakteur bei diesem Tagesspiegel, der Tagesspiegel in Berlin. Sie haben es dann 2017, 7 Jahre später, für nötig erachtet, einen kleinen Nachtrag zu machen. Man muss sich das jetzt überlegen, 2017 gab es dann endlich einen Nachtrag der Zeitung, nach 7 Jahren und nach verschiedensten Shitstorms. 2017 gab es von einem YouTube-Kollegen von mir dazu ein Video und daraufhin gab es dann wieder einen Shitstorm. PS, ein Nachtrag im März 2017. Dieser Text löst seit seiner Veröffentlichung im November 2010 in unregelmäßigem Abstand bis heute Wellen zum Teil starker Empörung aus. Ach na wirklich, habt ihr den Artikel einmal durchgelesen? Vielleicht sind einige Anmerkungen daher dienlich. Ja, lieber der Tagesspiegel, das wäre wirklich eine gute Idee. Eine, dass man sich davon distanziert oder sonstiges, aber nein, es kommt anders. Der Autor lehnt jede Form von Gewalt ab. Ach komisch, gerade hat er den nur zu Helden stilisiert und jetzt lehnt er jede Form der Gewalt ab. Er ist für Bestrafungen, auch kulturelle Besonderheiten sollen dann zu nichts tun. Analogien zu Massenmörder vom Breitscheidplatz oder zu Formen des reinen Ausagierens körperlicher Gewalt ziehen daher an der Sache vorbei direkt ins Leere. Nein, lieber Tagesspiegel, so wie das da oben geschrieben ist, trifft es das zu 100%.
Wie das ausgiebig erörterte Beispiel von der West Side Story zeigt, geht es ausschließlich um Mentalitätsmerkmale, zumeist jugendlicher Einwanderungsgruppen. Die Integrationsforschung Urban Youth Gangs genannt werden. Deren Mitglieder schließen sich eigentlich nur zusammen, um in der neuen Heimat Schutz zu finden. Das kann sogar sein. Claims werden aber gegen andere Jugendbanden verteidigt und Reviere abgesteckt. Würden die nur untereinander kämpfen, hätte wahrscheinlich auch die wenigsten damit ein Problem. Aber es trifft auch den normalsterblichen Bürger. Diverse Biografien belegen, dass die Zugehörigkeit zu solchen Gangs eine spätere berufliche Karriere im Zivilgesellschaftenbereich nicht ausschließt. Die würde ich erstens gern sehen und dann will ich wissen, wenn es dort 100 gibt, wie viele das waren. Einer? Zwei? Drei? Wäre interessant. Lieber der Tagesspiegel, wenn du schon sowas bringst, also eine Behauptung, dann hätte ich auch gerne einen Beweis dafür. Der Text erschien übrigens unter der Rubrik Kontrapunkt. Das signalisiert dem aufmerksamen Leser, also wir haben scheinbar nicht aufmerksam, dass ganz bewusst eine ungewohnte, befremdliche, vielleicht gar verstörende Perspektive eingenommen wird. Oh ja, das hat mich wirklich verstört. Persönliche Meinung von mir sage ich nicht. Lieber Herr Malte Lemming, der jetzt leitender Redakteur beim Der Tagesspiegel ist, du wärst sicher auch 1933 ein Top-Redakteur gewesen. Damals ging es halt nicht gegen die Alten, es ging gegen andere Leute, aber die Methode, die war die gleiche. So, und jetzt bin ich auf eure Kommentare zu diesem Artikel gespannt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde mich natürlich wieder mal ein Like freuen. Wer noch nicht, darf gerne meinen Kanal abonnieren, würde mich noch mehr freuen. Und ansonsten sage ich, pfiat euch, euer Stefan von Outdoor Chiemgau.